Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben ja heute Gründonnerstag und ich habe euch ja gestern schon einiges versprochen, dass heute ein paar Überraschungen auf euch zukommen. Und die erste Überraschung ist, ich lese heute unsere Ostergeschichte aus dem Kindergarten vor. Für die, die es noch nicht wissen, auch gerade für die Eltern, die es noch nicht mitbekommen haben oder die neuen Eltern, ist das so. Das Besondere ist daran, dass wir seit ein paar Jahren die Häschenschule lesen und zwar auf Hessisch. Und die Kinder finden das richtig, richtig gut, haben Spaß dabei. Gerade die Vorschulkinder kennen es ja jetzt schon über die Jahre und es gibt ein paar, die können das richtig gut übersetzen und verstehen das. Und man merkt, dass auch in den Familien schön weiterhin Dialekt gesprochen wird. Und es passt richtig gut zu unserem Landkindergarten, deswegen haben wir es eingeführt. Also es ist was Besonderes. Ich zeige euch jetzt mal das Buch. Das ist es, die Häschenschule auf Hessisch. Dann lege ich mal los. Kinder, sech die Hasemama, packt schnell euer Zeug zusammen. Tafel, Griffel, Schwamm und Buch, ohne Weißkraut, Dasche durch. Wasch die Pfote, putz das Näschen, so gehört sich's für ihr Häschen. Habt ihr alles? Ja, rift jeder. Tschüssi Mama und bis später. Hier ist die Hasemama. Seht ihr das? Wir gucken nochmal, ob die Kinder auch das Näschen richtig sauber haben und gibt ein Küsschen. Das Hasehänschen und das Gretchen, die marschieren brav auf dem Fädchen. Durch die Wiese übers Land, Hasehand in Hasehand. Andern Häschen springen auch durch die Felder frisch am Tag. Auf dem Buckel schaukelt's Ränzchen, hinne wippt das Haseschwänzchen. Ihr seht das, hier sind sie alle auf dem Weg in die Schule. Kann das so? Da ist was los auf der Wiese. Hoppel, hoppel, so geht's fort. Über den Bach, dann sind sie dort. Beide Tanne auf der Wiss sieht man schon, wo's Schulhaus ist. Schulbänke stehen da Reihe in Reihe, hintereinander 1, 2, 3. Hopp, 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 bloß noch ein Satz, unsere Hocke auf dem Platz. Hier springen sie über die Bach. Das Hasehänschen und das Gretchen, seht ihr das? So wie immer wird auch heute vor der Schule die Glocke läut. Der Herr Lehrer ganz gelehrt, Brill und Bart, wie sich gehört. Lange Level, Schnorres Nas, steht er vor der Haseklasse. Erst wird ein Gebet gesagt, wie fröhlich bin ich aufgewacht. Hier ist der Lehrer, er sieht ganz schön gruselig aus ein bisschen, gell? So ein bisschen streng. Wie die Erststunde fängt an, ist gleich Pflanzenkunde dran. Wer was weiß, der muss sich melden, sonst tut der Herr Lehrer Schelde. Wenn er fragt, ist es nicht schwer, was für Grünzeug essbar wär. Das Hasehänschen meldet sich laut, als allerbestes immer noch das Kraut. Hier melden sie sich alle. Das nächste Fach am selben Morgen möchte kleine Häschen Sorge. Da wird nämlich vorgelesen von dem schlimmen Fuchs, dem Bese. Der, wo sich im Wald und Feld rumtreibt und sich Asch verstellt. Und das Hasegräschen denkt, wenn der mich mal nicht fängt. Da lernen sie über einen Fuchs. Weil der Fuchs ist ja nicht gerade das Häschen sein Freund, gell? Sieht auch gefährlich aus. Ei, was freuen sie sich und strahle. Es geht ans Ostereiermale. Lilla, blau, grün, gelb und rot mit dem Pinsel in de Pfot. Da wird verwischt all jedes Ei bei der Eiermalerei. Bloß wer das schön lernt, wird dann auch ein Osterhas, wo es kann. Also die müssen auch lernen, die Ostereier anzumalen. Gell? Das kann auch nicht jeder. Das lernen sie in der Osterhase schon.
Fröhlich geht's dann in die Paus auf die Schildgrüßwies hinaus, wo die Hasebube renne, tobe raufe, was sie könne. Bloß die Mädchen knabbern stumm auf de Frühstücksblätter rum. Tun sich nicht groß verlustieren und gehen brav im Kreis spazieren. Das ist der Pausenhof von den Häschen, seht ihr? Sogar der Lehrer springt mit. Ha! Es meckst hier war das Babbelmaul. Heut mal wieder dumm, frech und faul. Hausaufgabe nett gemacht, rumgealbert, dumm gelacht. Bank zerdeppert, Kleid zerrisse, das wird er besen müsse. Er wird Asch am Ohr gezogen, fliegt ins Eck im hohen Bohre. Guckt euch das mal an. Da zieht der Lehrer dem am Ohr. Uiuiuiui. Das dürfen die heute nicht mehr machen. Früher war das so. Wie mein Opa in der Schule war, war das auch so. Hat er mir erzählt. Mit de grüne Wasserkännche schaffe dann die Hasemännche, swelge Kraut die junge Sprosse, werde fest und lang gegosse. Und die Mädche in de Beete, der befleißig Unkraut jede. Der Herr Lehrer gibt drauf Acht, dass es richtig wird gemacht. Guckt mal hier, sind sie noch im Gatte. Das gehört auch mit dazu, was die Häschen alles lernen in der Hasenschule, oder? Endlich heißt's dann, alle antrete. Zwei und zwei wird angetrete. Steckt die Sache in der Ranse und tut aus der Reine Danse. Ham geht's jetzt, denkt schön dran. Gell, kein Muxer, stellt nix an. Wenn der Fuchs euch packt am Krare, dann ist aus. Ich kann's euch sagen. Jetzt ist die Schule aus. Seht ihr, der Lehrer sagt nochmal, passt schön auf. Damit euch der Fuchs nicht kriegt. Hört mal, wer da jammern tut. Ach, ihr Häs, ihr seid so gut. Bloße frisches Blatt, weil echt, ungelore, mir geht's schlecht. Und wer ist es wohl gewesen? Es war der Fuchs, der Bitterbese. Hopp, 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 die Häs ja renne, so schnell, wie sie renne könne. Da, der Fuchs. Aufgelauert, seht ihr? Aber die Häschen haben es gut gemacht, die sind schnell fortgelaufen. Haben sie gut aufgepasst in der Schule. Nach der Schule steht's Mittagsfutter auf dem Tisch bei der Mutter. Krautgemüse und Wischingblatt, das möcht alle miteinander satt. Jedes Häschen langt gut zu und putzt gleich die Platte im Nu. Ich als Kindchen muss gestehen, Häschen sei, das wäre ganz schön. Ja, da sind sie beim Mittagessen. Sieht gut aus, gell? Ja, das war die Häschenschule auf Hessisch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, das ist jedes Jahr bei uns so. Und freue mich auch schon wieder auf nächstes Jahr, das vorlesen zu können. Die nächste Überraschung habe ich euren Eltern per WhatsApp geschickt. Und ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß heute Mittag dabei und vielleicht kriegen wir eine kleine Rückmeldung von euch. Jetzt wünsche ich euch erstmal schöne, tolle und fröhliche Ostertage und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.